Da sind wir wieder. Assassin's Creed Syndicate ist wieder am Start. So, wir müssen wieder Feinde erobern. Es sind wieder einige Feinde hier unten. Ich weiß, ich habe noch keine Fähigkeitspunkte. 3 Stück insgesamt habe ich noch offen, aber die gebe ich jetzt auswendig wirklich weiter. Weil dann kann ich nämlich die Regenerationsrate meiner Gesundheit ein bisschen erhöhen. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Also, ich muss sogar die Blockierung nervt mich gerade so ein bisschen. Aber ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich überhaupt hin muss überall. Oder wenig. Ah, auf jeden Fall los, ich werde jetzt bei diesen hier, den Scharfschützen. Ja, eben schon gesehen, Scheiße. Siehst du den? Der hat hier nichts zu suchen. Das stimmt. Ich nehme erstmal mit, junge Dame. Dann haben wir jetzt in Ruhe. Ich plündere dich jetzt mal, dann kann ich, wie gesagt, noch nicht mal gucken, wenn wir nachher im Level aufgestiegen sind. Vielleicht nachher. Klar. Umso weniger Feinde ich habe. Umso weniger Leute ich hier drum rumgeistern habe, umso besser ist es. Die kriege ich nicht von hier. Aber die kriege ich von hier, wenn ich da in die Höhe gehe. Scheiße. Natürlich super, dass ich jetzt natürlich. Das ist natürlich jetzt erstmal super, dass ich erstmal die ganzen Feinde drumherum habe. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Kann ich hoch? Ja, kann ich. Ich muss gerade mich mal orientieren. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt natürlich die ganzen Feinde. Dass ich den einen jetzt verfehlt habe. Also ich hätte, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Stück weggeholt, alleine mit den Messern. So, also gehen wir wieder hoch auf das Dach. Und gucken, ob wir das heute alles schaffen. Ich weiß es noch nicht. Aber wir haben ja Zeit genug. Ich mache da bewusst ein bisschen kürzere Folgen, weil ich weiß, ob ich ein bisschen mehr Content rausholen kann. So, warte mal. Lass gucken. Ich weiß, dass da unten irgendwo noch einer rumgeistert. Den nehme ich nämlich mit. Jetzt noch. Ist da einer? Ist noch einer, ne? Ich weiß, dass du mich jetzt gesehen hast. So. Ist klar, dass jetzt auf jeden Fall nochmal 2 Gäste kommen. Das Problem, ich habe doch gar nicht gesehen, wenn wir uns überhaupt holen müssen. Aber ich nehme jetzt erstmal deine ganzen Freunde mit. Du kommst natürlich jetzt nicht mit hoch. Das mache ich jetzt alleine. So, und jetzt fehlt nur noch der eine, der da unten liegt. Kiste noch. Den nehmen wir mit. So, guck grad mal. Das müsste noch irgendwo eine sein. Ah, hier ist noch einer. Ist der? Ist der oben oder was? Naja, warte mal, das kriegen wir schon irgendwie. Der letzte. Da bist du. Also nicht der letzte, sondern unser Ziel überhaupt erstmal. Der letzte steht nämlich daneben, direkt. Und zwar da unten. Die Frage ist, wo ist denn der? Ja klar, das Ziel Leben zurückbringen. Das wird jetzt natürlich die andere Aufgabe werden. Steht der unten unterm Dach oder was? Unten unter dem. Ja, der muss irgendwo unten im Keller oder so stehen. So wie ich das jetzt gerade richtig deute. Weil die sind ja. Da ist einer jetzt gerade von hier unten rausgekommen. Also müsste er ziemlich bewusst hier unten irgendwo stehen. Wo komme ich denn da hin? Durch ein Haus oder was? Das ist natürlich jetzt die große Frage.
Das ist jetzt die große Frage. Wie komme ich zu dir hin, mein Freund? Wie komme ich zu dir hin? Ich glaube es. Ja, lass mich in Ruhe. Wie komme ich zu dir hin? Hier ist gar nichts passiert. Ja, da ist überhaupt nichts passiert. Das war alles gut, mein Freund. Aber wo ist der Hansel hier hin? Die müssen ja unten. Also, wie gesagt, klar stehen sie unten. Aber die Frage ist, wo unten? Habe ich einen. Hier drin? Sehe ich das richtig? Warte mal. Na, man könnte das doch mal probieren. Okay, tatsächlich. Das Problem ist, dass der natürlich da mit dabei steht, kann ich den nämlich. Hilfe! Helft mir! Na komm! Nein! Och Mann, der steht neben dir und du gehst da erstmal. Geh doch dahin. Wo ist der denn? Hier. Hilfe, helft mir. Lass mich doch in Ruhe. Hilfe, helft mir. Na komm, nicht so hastig. So, jetzt erstmal tragen. Nee, das will ich jetzt nicht. Das kann jetzt erstmal kann passieren. Das ist so. So, den nehmen wir mit. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Wo steht meine Kutsche? Muss doch irgendwo ein Ziel sein, oder nicht? Ich meine, klar, in den Fahrzeug. Ach, dann sind wir noch. Ist eigentlich egal, oder nicht? Dann nehmen wir das nämlich mit. Weil das kein Ziel ist, jetzt keine Kutsche, die jetzt irgendwie speziell angezeigt wird, sondern. Komm mit mir. Ich habe Arbeit für dich. Gut, dann machen wir es so. Dann fahren wir da eben kurz hin. Sachte. Ich fahre jetzt bewusst ein bisschen schneller. Um einfach das Ding jetzt abzuliefern. Dann haben wir nämlich die Aufgabe auch erledigt. Und dann müssten wir eigentlich den Bossfight nur noch haben, hier in dieser Stadt. Aber. Ah, da unten ist es, okay. Dann fahren wir nämlich fahren wir hier rum. Das ist der kürzere Weg. So. Ich werde nett zu Ihnen sein. Danke. So, Aufgabe erledigt. Und damit fehlt uns nur noch der Boss hier in Glenbass. Dann sind wir nämlich auch durch. Haben wir die Stadt frei. Und die Frage ist, wie groß ist der oder wie stark ist der Boss Bandkrieg verfügbar? Level 4. Ah, super. Das ist doch wunderbar. Habe ich irgendwo einen Schnellreisepunkt? Helix-Glitch? Ich brauche einen Schnellreisepunkt. Nehmen wir den mal oben hier. Ja. Dann machen wir nämlich noch den Bossfight. Jetzt einen kleinen Moment, bis der hier alles mit der Welt schnell mit der Schnellreise erledigt hat. Und Level 4 sollte nicht das große Problem sein.
So. Ich muss mich nur gerade orientieren. Da hinten ist noch ein Helix-Glitch. Das ist immer gut. Den nehmen wir nämlich auch direkt mit. Okay, den will er gar nicht haben. Warum auch immer. Oder habe ich den jetzt... Den habe ich nicht mitgenommen, ne? Ich hätte den Helix-Glitch. Den hätte ich mitgenommen gerne. Wo ist denn der? Ist jetzt ober... Oh, sehr ernsthaft, ist der jetzt wieder immer noch über mir. Was ist der denn? Ach, da oben. Krieg ich den nicht da? Krieg ich nicht gegriffen, ne? Ist da hinten noch eine Kiste, die ich immer, die ich komplett vercheckt habe, die wir auch mitnehmen. Du machst das auch ziemlich kompliziert. Seide, Metall und Kohle. Kohle. So, dann haben wir hier nochmal eine Kiste daneben auf der Seite. Gehen wir mal da hoch. Ach, hier ist Party. Hey, ich crash mal eure Party, mein Freund. Na, das ist mein Zug, ich weiß. Aber nicht jetzt. Ich nehme mal nur eure Kiste eben kurz mit. So. Und dann rüber zum... Dings, da kann man nämlich den Feind nämlich tatsächlich in der nächsten Folge erstmal. Also klar, es ist jetzt natürlich immer ein bisschen blöd. Ah, es sind immer nur kurze Folgen und so. Aber das ist dann halt einfach manchmal so. Und das liegt auch so ein bisschen in der Natur des Spiels. Aber da wir eben momentan nur Nebenzeugs machen, sondern Nebenmissionen machen, ist es halt dann einfach so, dass wir gerade noch so ein bisschen kurze Folgen machen. Guck mal, was die Uhrzeit sagt. Ja, es ist schon wieder bald Ende. Ja, es ist halt immer nur so 12 bis 15 Minuten. Das ist halt einfach... Ja, nochmal. Wir machen momentan nur Nebenmissionen. Hauptmissionen haben wir ja schon jetzt erstmal eine Weile gemacht. Wir müssen leveln. Ich will halt auch gerne immer die Gebiete frei bekommen. Um einfach... Leveln nur. So, das ist so die große Frage. Okay, du bist da. Nehmen wir dich mit. Oh yeah. Gut. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier das große Finale.